Nach meinen akademischen und hochmathematischen Danke. Berechnungen müsste ich jetzt eigentlich gleich irgendwie unter Wasser rauskommen. Nee, Admod. Müsste gehen. Admod. Und dann die Mod oder was? Ja. Nö. Nein, es geht aber auch einfach so Add und dann. Nein, das geht hier noch nicht. Ja, natürlich, habe ich schon ganz offen gemacht. Nee, in 1.4.7 geht das noch nicht. Wohl. Dann ist mir da was entfallen. Mach doch einfach mal, Robin. Habe ich gerade. Mach doch nochmal. Hä? Hä? Dumm. Bist du dumm? Übrigens, das ist ein Texture-Pack-Bug oder so. Ich muss das Texture-Pack mal irgendwie reparieren. Der neue... der Beacon, der funktioniert, nur halt die Textur fehlt von diesem Strahl. Mir geht er auch. Ich hab hier schon Geschwindigkeit, hier drüben. Ja. Bringt das eigentlich was bei Minecart? Das wäre witzig. Nee, leider nicht. Ich hab hier keinen Boost. Warte. Ach, jetzt. Hier wäre Eile jetzt richtig geil. Ich könnte oben umstellen. Weil da muss ich wieder irgendwas reinwerfen. Dafür musst du den, glaube ich, größer machen. Eile ist, glaube ich. Eile ist doch gleich das erste, oder nicht? Nein, nee, das erste Speed. Ist einmal Speed und ich glaube Resistance, oder? Ich weiß ja. Nicht mehr. Okay. Ich glaube, dafür brauchst du den Tier 2 oder Tier 3. Tier 2 war das, glaube ich. Ich meine. Ich weiß, dass Stärke Tier 3 ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Warum geht's gerade? Um Beacon. Was ist Beacon? Leuchtfeuer. Dieses Leuchtfeuer. Okay. Vor der Homo-Villa. Heißt das nicht Bacon? Nein, Bacon ist Schinken. Heißt das nicht Schnitzel? Nein. Schnitzel. Ich schnitzle. Leck mal, ich hab Hunger auf Schnitzel. Leck mal, okay, ich leck bei dir. Ja, leck mal mein Schnitzel. Leckt bei dir. Ja. Ja. Ich, also Multi, werde nun sterben gehen. Ich, also Johnny, werde nun bei Multi ein... Okay. Hab ich euch schon mal erzählt, wie Multi mich sexuell belästigt hat? Das waren noch Zeiten, ja. Oder wo Multi dir ein rein... Oder wo du Multi einen reingehauen hast. Das war meine Rache. Und ich sag okay. Und du sagst hi. Und ich sag ho. Ho, ho, ho. Und dann sind alle gestorben. Mhm. So, ich bin direkt unter der Homo-Villa gerade. Aha. Nö. Ich bin richtig dreist. Ich mach einfach meine private Strecke unter der Homo-Villa. Was wollt ihr tun? Ich könnte dich töten. Leicht. Irgendwie versuchen umzustimmen. Nee, ab hier ist sie dann halt öffentlich. Ah, okay. Die kann dann jeder fahren. Mach ich auch. Dann musst du aber noch irgendwie so einen Zugang reinbauen. Ja, ich versuche das zu verbinden. Wie ich mein Pech kenne, werde ich immer an der falschen Stelle rauskommen jetzt. Das ist aber gar nicht das, was ich will. Hier soll dann halt einfach nur eine Anbindung sein, aber darum geht's mir gar nicht. Und dann kommt dann Johnny seinem Geheimporno-Killer raus. Ich könnte einen Weg unter seiner Villa machen, ohne dass er es merkt, aber das wäre ein bisschen fies. Wieso glaubst du, dass ich das nicht merken würde? Weiß ich nicht. Machst du denn noch einen neuen Keller unter deiner alten Villa? Was? Ach, die alte Villa? Ja. Achso, ja, da würde ich es vielleicht nicht merken. Aber sonst, wo, ne, habe ich ja X-Ray und so, ne, kriegt man eigentlich alles mit. X-Ray, geht das eigentlich in Second Life? Na klar. Echt? Wir müssen das installieren. Ich weiß, es geht. Nicht, weil ich es ausprobiert habe mal. Nö, ich hab's auch nicht ausprobiert. Hallo, das ich bin der Ach, wisst ihr, was ich hier gefunden habe? Was ganz Historisches habe ich hier gerade gefunden. Mal gucken, warte, wie historisch es genau ist. Alter, sehr historisch. Johnny, weißt du noch die Folge, wo du mich geschlagen hast und mich in diesen Minengang reingedrängt hast und
ich kurz geleftet bin und wieder reinkam und du hattest alles zugebaut, ich bin gestorben und habe alle Items verloren. Ja. Das ist die Stelle hier, die ich gerade wiedergefunden habe. Lol. Sehr historisch. Darf ich dich da nochmal töten? Das ist sicherlich 500 Folgen, naja, mehr als 500, ach Quatsch. Die haben wir doch schon in der ersten Folge angefangen hier. Das war, glaube ich, in Folge 6 oder 7, wo ich dich da gekillt habe. Das ist bald 800 Folgen, ja. Hallo. Nee, so nicht, aber... Fast. Also 700 auf jeden Fall. Nee. 795. Johnny? Hallo, ich bin der Max. Ja, was denn? Magst du mich zu dir zippen? Bin fertig. Nö. Ja, warte. Und wie sieht's aus mit dem Schnee? Alles noch in Ordnung? Ja, 5, 6 ungefähr. Okay. Das geht ja noch. Und wie das geht? Bin hier noch hinten in meinem Abteil zu beschäftigt. Kannst du mir gleich ein bisschen Bronze machen, bevor du mit dem Rocket Launcher anfängst? Ja, kann ich dir irgendwie den Sand geben? Kannst du es im ME-System tun? Ja. Und das hätte ich hier auch automatisieren können, dass es automatisch zu Glas wird. Ja, aber ich will doch kein Glas. Ich will Sand im ME-System. Wenn ich Glas brauche, kann ich mir Glas machen. Das kann sich, könnte ich auch machen, dass es auch Glas. Das habe ich mir gemacht. Ich kann mir Glas automatisch nach Abfrage. 27 Stacks sind. Läuft. Eisenspitzhacke, die haben Spitzhacke kaputt, ne? Die haben Spitzhacke? Die Schaufel ist kaputt, ne? Ja. Okay. Ja, und ich hätte jetzt halt gleich gern so ein Stack Bronze. Oh, okay. Nachher ärgere ich mich darüber, es ist nur ein Dia. Es ist mit nur ein Dia? Nur ein Dia ist es. Hä? Hast du Dias gefunden? Ach, ja. In Höhe 42? Nein. Ja, das ist irgendwie... Klingt plausibel. Klingt wirklich ziemlich plausibel und das würde mir ein bisschen Angst machen. Weißt du, was mir Angst machen würde? Was? So eine komische Mossy Storm Pyramide. Oh. Die auf einmal da ist. Wieso? Hero Brian. Das erinnert mich dann ziemlich stark an Hero Brine. Stach. Dach. Schlachstock. Oh mein Gott. Oder ein Raum voller Dia-Erz. Das wäre auch irgendwie nicht so, was es sein sollte. Nee, das wäre echt schrecklich. Du weißt, wo wir rauskommen müssen, ne? Ja, was rennst du denn? Ach, dazu. Johnny, hast du irgendwo vielleicht einen Rotary Macerator oder sowas, was ein bisschen schneller geht? Ich hab einen Macerator, wieso? Wofür braucht man den denn? Ach so, ne, Bronze geht hier ja auch anders, okay. Kannst du auch so mit den Barren machen, soweit ich weiß. Ja. Ja, hast du ja. Wie viele Stacks waren es? Ja, einer oder zwei? Ja gut, dann zwei Stacks Bronze. Dann hab ich mal ein bisschen mehr. So. Kann man ja immer mal gebrauchen. Nach meinen akademischen und hochmathematischen Danke. Berechnungen müsste ich jetzt eigentlich gleich irgendwie unter Wasser rauskommen. Laut Minimap. Nein, laut akademischen Berechnung. Ich höre Lava. Geil. Ich höre Lava-Generatoren, die so ein komisches Brummen machen. Brumm. Brumm, 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 brumm. Wer läuft denn da über mir? Lol, ich höre echt Schritte, aber das sind wahrscheinlich Tintenfische oder so. Schritte? Creeper. Schritte unter Wasser, ja. Ja, Schritte unter Wasser. Ja, habe ich auch gehört. Das war richtig gruselig, ne? Also, sobald du weißt, dass es Tintenfische sind oder überhaupt auf die Idee kommst, dass es Tintenfische sein könnten. Aber warum geben Tintenfische solche Schrittgeräusche ab? Das tun sie nur, wenn sie auf dem Boden lang schwimmen. Das ist halt einfach von Minecraft so gemacht.
denn? Wenn du dich auf Boden bewegst, dann machst du auch Schrittgeräusche. Das stimmt. Oh, ich hab's. Ist ein Tintenfisch. Ich habe sogar so gut tief gegraben, dass ich nicht mal den Wasserboden entgegen dingse. Ich hoffe nur, dass ich da nicht irgendwie Johnnys Zeugs in die Quere komme, aber das sollte noch gehen. Ja. Ich habe ein bisschen zu viel Cobblestone im Inventar. Wirf her. Warte. Warte auf mich. Oh, ja. Danke. Bitte. Soll ich dir jetzt die Radargun machen? Rocket Launcher oder wie? Ja, ich hätte gerne einen Rocket Launcher. Was brauchst du denn dafür? Ein paar Sachen habe ich auch so. Und wo hast du denn Leben? Ich brauche Stahl. Ich brauche ja. einen Stein. Ich brauche eine Radargun, einen Cruise Launcher. Eine Radargun macht man okay. aus noch mehr Stahl und Glas. Oh Mann, du bist und einen Cruise Launcher macht man auch noch, aus noch mehr Stahl. Schneller, dann brauche ich noch halt einen T3-Launcher-Platz. Also T3-Launcher-Plattform brauche ich. Hast du nicht noch irgendwie eine zweite Quantum-Hose? Also das, die meisten nee. Sachen, also eigentlich alles ist im ME-System, was du brauchst. Und Stahl kann ich dir eben bringen. Okay, dann fange ich schon mal an. Ich habe bei Infinity schon mal angefangen mit der Stahlproduktion, beziehungsweise einen Stahlofen zu bauen. Nett. Ja, ziemlich nett. Oder wie Direwolf20, ein guter Freund von mir, gesagt hätte, neat. Nice. Nein, der sagt immer neat. Ah, okay. Wieso? Weiß ich nicht. Also pretty neat building. Vielleicht Robin, oder so. Robin, kannst du mir denn jetzt Koks verkaufen? Ja, was? Ich brauch den Stoff. Den echten oder den Stoff? Ich muss nur irgendwie mal eben nachdenken, was ich dafür haben will. Was brauche ich denn überhaupt? Brauche ich überhaupt irgendwas? Nee, das brauche ich ja nicht. Dias sind wertlos. Das wäre ja ein bisschen wenig Geld. Ein Stack Dias, ey. Ich will mehr. Ein Stack Iridium, ja. Oh. Kann ich dir schnell machen, aber dazu müsste ich Berechtigung haben, in den Raum gehen zu dürfen. So, da sind jetzt, da sind jetzt 96 Stahlbarren drin im ME-System. Okay. Müsste doch eigentlich reichen. Ich habe ab hier das Muster geändert. Ich denke, du siehst schon wie. Bist du höher oder? Nee, du bist enger gegangen. Nee, ich habe einfach einen engeren Gang gemacht, dass es schneller geht. Das stimmt. Und mein Schnee ist auch gleich alle. Hm, ich bring dir gleich welchen. Ich mach mal eben hier die. Johnny? Ja. Ich brauche Bronze. Echt? Ja. Scheiße, warte, ich hol Bronze. Robin, was brauchst du denn jetzt? Warte, ich gehe sofort in mein ME-System. Warum machst du denn nicht einfach da nach dem Mechanismenrezept? Echt? Oder warum willst du denn Koks Johnny, benutzen? Was mir übrigens noch eingefallen ist, du hast für Bronze übrigens ein Rezept im ME-System. Echt? Das hab ich dir da sogar reingemacht damals. Okay. Wie kann man denn Stahl nach einem Mechanismenrezept machen? Vier Kohle und ein Eisen. Also ein Eisen und darum vier Kohle. Da hat man einen Stahl, oder was? Dann kriegst du einen Stahl. Stahl-Dust. Sicher? Diesen Dust. Ja, aber dafür braucht man ja übelst viel Kohle. Da kaufe ich lieber Robin Koks ab. Na gut. Ich muss jetzt mal gucken, wie viel Koks ich überhaupt hab. Bestimmt ein bisschen was. Ja, wenig wird's nicht sein. Mal schauen. Mist. Koks. Ich hab 550 Koks.